Karteireiter Korrespondenz werden nicht nur die letzten drei, sondern es werden alle Korrespondenzeinträge mit dem Kontakt Peter Addo angezeigt. Man sieht also, am 4.3. gab es den Kontakt mit der Ehefrau, und zwar einen Serienbrief, der noch nicht als erledigt gekennzeichnet ist, wo dem Kunden die neue Adresse mitgeteilt wurde. Darunter befinden sich weitere Korrespondenzeinträge, auch solche von anderen Mitarbeitern, die hier zentral alle eingesehen werden können, damit sich jeder Mitarbeiter direkt selbst ein Bild darüber machen kann, was zu diesem Kunden alles bereits besprochen worden ist. Neue Korrespondenzeinträge können im unteren Bereich angelegt werden, wo für jeden Korrespondenzvorgang die Art ausgewählt werden kann, ob es sich um ein Telefonat, ein Gespräch, ein Fax, eine E-Mail, ein Termin, eine Aufgabe oder eine Notiz handelt, und dementsprechend werden neue Felder eingeblendet. Bei einem persönlichen Gespräch beispielsweise der Gesprächspartner zur Auswahl, bei einem Telefonat die Telefonnummer, die man antelefoniert hat. Die Informationen aus dem Korrespondenzeintrag werden mit einem Betreff und einem Beschreibungstext in der Version sind die Probleme gelöst hinterlegt. Ich kann mich direkt noch auf ein Produkt beziehen, was dort hinterlegt wird, oder zu vorherigen Veranstaltungen, Korrespondenzeinträgen, Beschwerden, Projekten oder Opportunities, damit diese gesammelt angezeigt werden. Per Klick auf Eintragen generiere ich einen neuen Eintrag, der in der Liste ganz oben angezeigt wird und wo ich selber auch noch die Zeit habe, innerhalb von 30 Minuten diesen Eintrag zu editieren. Danach, nach diesen 30 Minuten, besteht nur noch für den Administrator oder für Personen mit Administrationsrechten die Möglichkeiten, Korrespondenzeinträge zu editieren, damit die Korrektheit dieser auch immer gewährleistet ist. Im Karteireiter OM für Opportunity Management werden die Opportunities zu den Kontakten hinterlegt. In diesem Fall geht es um den Bau einer Schnellstraße und wir befinden uns in der Phase der Erwartung. Kontakt in diesem Fall ist die Ehefrau und es geht um das Produkt Zement, was für den Bau genutzt werden soll. Dabei handelt es sich um ein bestehendes Geschäft und die Quelle ist ein Partner. Wir können jetzt noch weitere Angaben wie den anvisierten Umsatz, das Endtermin, die Wahrscheinlichkeit und einen Bemerkungstext und die Priorität hinterlegen. Und diese Informationen werden dann hier angezeigt und sind später auch auswertbar. Im Karteireiter PM für Projektmanagement werden die Informationen von Projekten, die hinterlegbar sind, angezeigt. Zu jedem Projekt können die wichtigsten Daten mit Vorschritt, Bezeichnung, Beschreibung, Status, Start- und Endtermin, Produktbezug, Kategorie und Betrag hinterlegt werden. Zusätzlich können die Mitarbeiter und die Personen, die an diesem Projekt teilnehmen, hinterlegt werden und die Meilensteine können verwaltet werden, hier direkt in der Übersicht, was bereits alles geschehen ist und was noch erledigt werden müsste. Im Karteireiter BM für Beschwerdemanagement werden alle Beschwerden zentral erfasst. Es kann also ein Mitarbeiter eine Beschwerde aufnehmen, diese einer anderen Person zuweisen und den jeweiligen Status der Beschwerde auch direkt jeweils ändern. In diesem Fall geht es um die Probleme mit der Erreichbarkeit. Ansprechpartner ist Frau Irmgard Addo. Und dazu gibt es schon direkt eine kleine Korrespondenz, wo man sehen kann, was dazu alles bereits besprochen worden ist. Diese Korrespondenzeinträge werden zum einen hier angezeigt, zum anderen sehe ich direkt, dass es sich hier um drei Korrespondenzeinträge handelt, die ich per Klick hierauf
mir auch direkt in einer Liste anzeigen lassen kann, dass ich direkt sehe, welcher Benutzer hat dort welche Einträge hinterlegt und jeweils welche Kategorie handelt es sich dabei. Im letzten Karteireiter Veranstaltungen sehe ich, an welchen Veranstaltungen diese Person teilgenommen hat oder eingeladen wurde. In diesem Fall sehen wir, zur Messe IHK Potsdam wurde diese Person eingeladen. Sie wurde nicht erinnert, sie hat aber zugesagt, sie hat bezahlt und sie hat an dieser Veranstaltung auch teilgenommen. Auf diese Information ist eine spätere Filterung auch wieder möglich, dass ich mir alle Personen anzeigen lassen kann, die zu einer bestimmten Messe eingeladen wurden und auch zu dieser Messe erschienen sind.